Hey Leute, willkommen zurück zu Evo Links. Hier, den ersten Abschnitt hatte ich schon. Dann machen wir mal direkt hier mit dem Gegner weiter. Und Hartknochen. Schutzschild mit 49. Interessant. Verfluchung. Das ist natürlich jetzt super doof. Mit dem Schlafen ist das halt super doof. Ich könnte halt in ein zufälliges Schleim-Evoling wirst du verwandelt. Heißt das denn, dass das auch die Evolutionsstufe dann ist? Oder ist das komplett random? Also können das auch schwächere sein? Das frage ich mich jetzt an der Stelle. Der hier hat halt super, super viel Leben. So, dann machen wir auch mal ein bisschen Schaden jetzt mittlerweile. Aber es ist halt doch verhältnismäßig echt nicht so viel, weil dann kriegen wir auch relativ viel immer selbst ab. Vor allen Dingen, wenn wir dann hier noch selbst verwirritiert sind. Würde halt das wäre so super, wenn ich das machen könnte. Jetzt weichst du auch noch aus. Wir haben schon so viel Leben verloren. Und du weichst wieder aus. Das ist noch 23. Dann nehme ich jetzt hier die Flasche. Na toll, jetzt hattest du Rüstung. Ah! Gut, gewonnen. Aber das sieht ehrlich gesagt nicht gut aus. Und wenn wir uns hier heilen können, dann nehme ich auf jeden Fall die Heilung mit, weil wir hatten da schon so viel abbekommen. Und gerade jetzt dann gegen Gegner, ja, gegen sowas hier, ne? Gegen mehrere Gegner ist das natürlich schon sehr. Oh, und wenn die noch ausweichen, ich nehme jetzt mal hier die Flaschenattacke. Und Feuer in der Flasche. Ich glaube, ich nehme jetzt hier nochmal Flaschenattacke. Ich benutze die jetzt hier komplett so. Dich kennen wir auch noch nicht. Glaube ich. Den Lich. Na, Litsch, wie auch immer. Litsch mir ein. Oh, hallo. Pingu. Du wärst vermutlich. Ich würde halt schon gerne dich hier erstmal ausschalten, glaube ich. Du hast halt Hirnfrost. Ich glaube, du hast mehr Leben. Dann schalten wir dich zuerst aus und arbeiten uns an dir erstmal hier ab. Es würde sich ja halt schon irgendwie mal anbieten, zu sagen, ich probiere mal dieses Umwandeln aus. Hatte ich bisher ja auch noch nie gemacht, aber das könnte halt auch ziemlich doof laufen. Ja. Und was ich jetzt hier eigentlich auch gar nicht sagen wollte, ist morgen ist Donnerstag, glaube ich. Morgen kommt ein Deckbilder raus. Dazu werde ich auf jeden Fall dann so ein paar Videos machen, vielleicht drei, wenn ich wirklich Zeit finde, dann auch vier. Aber auf jeden Fall werde ich dann morgen erstmal mit Slay the Spire dann auch und mit Evolinks aussetzen und mit den ganzen anderen Sachen. Das wird noch nicht reichen, das ist ein bisschen doof, aber wir können trotzdem die Flasche nehmen und dich dann rausnehmen. So, aber ich werde halt auch einen Community-Beitrag dazu noch schreiben. Es ist halt auch ein bisschen doof. Ich könnte das auch auf Twitter schreiben, aber da sehen das noch weniger Leute. Community-Beiträge sehen halt eh schon sehr wenig Leute. Und ja, ein Video machen, so ein 2-Minuten-Video, um zu sagen, hier, hey, das läuft so, ist halt auch doof. Vor allen Dingen, wenn das relativ häufig vorkommt. Ich habe in letzter Zeit schon ein paar Beiträge geschrieben. Und wenn ich zu jedem da irgendwie anstelle des Beitrags dann auch so ein Video gemacht hätte. Ich mache schon teilweise echt viele Videos und dann noch mehr quasi damit dann Kanal zu müllen, so ein bisschen. Nee. Also ist immer eine gute Idee, wenn sich irgendwas ändert oder so, einfach mal bei den Community-Beiträgen zu schauen. Weil in den meisten Fällen sage ich dann auch was dazu. So.
Wir haben jetzt hier ein paar Möglichkeiten. Das ist auch sehr interessant. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier so lang. Und Minus... Ja, Minusangriff. Ja, ist super. Ich bin begeistert. Du hast 97. Wie viel macht denn das jetzt? Das kommt halt jetzt langsam auch nicht mehr mit. Wir können das auf jeden Fall einmal so machen. Dann die Flasche. Und du weißt aus. Ja, so sollte das jetzt eigentlich nicht laufen. Nee, so sollte das definitiv nicht laufen. So, dann greif mal dich weiter an. Und die Würfel, ja, ich könnte die jetzt in jeder Runde benutzen. Schön und gut, ne? Aber die machen teilweise dann auch so wenig Schaden. Ist ausgewichen. Die sind aber auch alle ausgewichen. Oder wir sind ausgewichen, so. Und du bist wieder ausgewichen. Wie viel Leben haben wir jetzt eigentlich noch, meine Güte? Noch genug. Was ist denn da los? Verfluchung. Dich gehen wir mal an. Aber das ist halt echt schlecht, wenn der Schaden reduziert wird durch irgendwas. Das ist halt super, super doof. Ich könnte jetzt auch nochmal hier die Würfel nehmen. Also wäre halt echt eine super Sache, wenn man sich die irgendwie gerade, da ich das jetzt hier mit Gamepad auch spiele, irgendwie auf LB oder RB legen könnte, bestimmte Items. Geht das? Ich wüsste nicht, dass das geht. Das wäre halt eine coole Sache. Weil so bin ich eigentlich zu faul, immer hier rüber zu wechseln und dann jedes Mal diese Würfel zu benutzen, um dann irgendwie 3-4 Schaden zu machen. Das ist halt auch nicht so toll. Ich hätte auch die Flasche hier ein bisschen öfter benutzen müssen. Ich habe ein paar Mal das verpennt. Dann würde es vom Schaden her auf jeden Fall noch reichen. Okay, das machen wir jetzt nicht, weil... Nee, wie soll das auch gehen? Okay, ich glaube... Ich glaube, wir haben jetzt hier unser Ende gefunden. Das macht 92 Schaden. Dann würde ich fast sagen, wer macht denn hier standardmäßig? Du machst Relle. Wobei? Du hast so blöde Geistbindung. Dann machen wir das mal bei dir. Die machen halt alle nur so 17 oder 18 Schaden oder so, aber das ist halt... Das summiert sich mit der Zeit und das ist schon ein bisschen blöd dann. Und jetzt sind wir auch noch verwirritiert. Wie kriege ich dich denn kaputt? Ich greife dich jetzt einfach noch ein paar Mal an. Gucken wir mal so. Jetzt bist du raus. Alle, naja, fast alle ausgewichen. Wir haben aber noch 338 Leben. Also die machen nicht so viel Schaden unbedingt. Ich würde fast sagen, wir gucken mal, dass wir dich als nächstes rausnehmen. Wenn wir den treffen. Na gut, wenn ich dich so schlecht treffe. Das ist natürlich extrem doof jetzt, weil durch die Menge an Gegnern hier und dann noch mit Verwirritiert mache ich dann auch keinen Schaden. Und wenn die mich dann treffen, ist die Wahrscheinlichkeit aufgrund der Anzahl der Gegner dann schon höher, dass die mich eher treffen, als dass ich irgendwen von denen treffe. Da hätte ich den mit den 8 Leben vielleicht auch mit dem Würfel töten können. Das habe ich. Das ist echt eine gute Sache, dass ich so oft ausweiche. Dauert das jetzt hier auch alles ein bisschen länger. Vor allen Dingen, wenn irgendwie alle dann ausweichen. Wow, ich habe mal getroffen. So, du hast plus 50 Herzen. Ja, und ich treffe nicht mal jedes Mal. Also, das ist schon wieder sehr schwierig.
Es dauert zwar länger, aber es geht trotzdem noch vorwärts. So. Okay, 260 ist halt schon ein bisschen. 92. Du hast Säbelzahn. Du hast. Dann würde ich dich erstmal rausnehmen. Dich verfluchen wir. So, dann bist du raus. Als nächstes bist du an der Reihe. Wenn wir den treffen. Und die treffen auch nicht. Von daher kann ich damit leben. Wenn es andersrum wäre, wäre es halt ein bisschen doof. Probier das jetzt nochmal hier mit dem Würfel und wir machen. Wow, 11 Schaden. Das ist ja der Wahnsinn. So, bitte irgendwie mehr Schaden. Plus 2, plus 2, plus 2. Ja gut. Rüstung brauche ich jetzt irgendwie nicht so wirklich. Plus 2 fürs Team. Fürs ganze Team, das aus einem besteht. Damit kann ich mich auf jeden Fall identifizieren. So. Das ist jetzt auch sehr interessant. 95 machen wir jetzt mit 7. 17. Du müsstest raus. Dann. Ich gehe jetzt einfach danach, wer hier standardmäßig am meisten Schaden so ein bisschen macht. Du kannst ververitieren. Das ist halt. Dann würde ich dich erstmal angehen. Nehmen wir nochmal den Würfel. Wir jetzt auch nicht nehmen müssen. Es sieht doch ganz okay aus. Aber ja, je nachdem, wie oft ich ausweiche, ist das jetzt nicht so gesagt, dass das dann beim Boss so gut klappt. Und ich bin halt immer noch, ich überlege halt immer noch, ob ich vielleicht den Geist umwandle in Schleim. Aber wenn es richtig doof läuft, dann könnte es danach sehr schnell vorbei sein. Ah, ich würde fast drauf tippen, das müsste halt schon die gleiche Evolutionsstufe sein. Weil alles andere wäre schon. Also, das, wenn das nicht so wäre, dann wäre das schon echt eine miese Nummer. So, 211. Ich bräuchte auf jeden Fall nochmal. 20 machst du jetzt. Okay, du musst als erstes dran glauben. Hat sogar funktioniert. 16. Okay, du bitte. Das ist halt auch eine super Sache, wenn ich dann versuche, die rauszunehmen, die am meisten Schaden machen. Und die kriegen dann noch ververitiert. Das hilft mir gleich doppelt so ein bisschen. Dann mache ich den Schaden und besteht die Chance, dass sie mich dann wieder nicht treffen. Bräuchte bald mal bräuchte ich eine Heilung. Und auch wenn ich dann quasi mich in so einen Schleim verwandle, dann habe ich wahrscheinlich auch nicht volles Leben, ne? Oder? Fragen über Fragen. So. Das sieht auch wieder sehr interessant aus. Wir machen eine ganze Ecke Schaden. Das heißt, du hast hier einen Frost. Du musst raus. So. Verfluchen. Du machst 13 Schaden. Gut, der Geist kann erstmal warten. Sowieso wahrscheinlicher, dass er ausweicht. Deswegen wäre natürlich richtig doof, wenn der Geist von den Gegnern am meisten Schaden machen würde. Das wäre in der Tat ein bisschen. Ein bisschen blöd, so. Du bist raus. Jetzt haben wir hier noch einen Gegner und da müssen wir gleich mal gucken. Was wir denn genau machen? 10, oh gut, das macht jetzt alles nicht so den Riesenunterschied. Die knipsen wir mal zuerst aus. Diese Hartknochen machen im Prinzip, oder Dickschädel in dem Fall, macht jetzt auch nicht so viel Schaden. Diese Teufel, die machen ganz gut Schaden. Deswegen schnappe ich mir die eigentlich auch immer zuerst. Du kannst mehr ausweichen und du hast ein bisschen mehr Rüstung. Ja, mal gucken. Ist natürlich auch super, ne? Wenn man dann so einen Geist hat
und in Kombination dann noch diese Tasse Kaffee mit noch mehr Ausweichen. Das ist auf jeden Fall schon ziemlich hilfreich. So. Es dauert halt trotzdem ein bisschen zu lange. Also ich weiche eine Menge, oder ich weiche oft aus, aber ich müsste halt noch ein bisschen mehr Schaden machen, damit die halt schneller kaputt gehen. Wir haben jetzt so viel Münzen. Wir hätten jetzt hier die Wahl. Das ist halt eine super blöde Wahl. Und gerade ich wäre fast so weit, dass man gerade dann in den späteren Akten auch irgendwie Evolinks bekommt, die dann nicht diese Basisvarianten sind, weil das ist halt so ein bisschen... Ich weiß ja nicht. Weil wenn ich dich jetzt nehme, ne, dann haben wir wieder irgendwie so einen Kumpeltypen. Kumpel-Evoling mit 10 Leben oder so vielleicht. Obwohl, ein bisschen steigt das schon. Also, ich guck mal. Ja, ne? Und okay, ja, das war die falsche Wahl. Wobei, ich nehme das trotzdem bei dir. Und ich hätte hier oben, es gibt da keine Heilung mehr. Das ist halt ungünstig. So, nein, erstmal hier Flasche mit 107 und wir hauen dich vielleicht direkt weg. So, Verfluchung. Nehmen wir dann bei dir mal. Du darfst einmal anschimmeln und bist gleich eh tot. Ja, ich hätte den Shop nehmen sollen. Verdammt. Ich hatte die Hoffnung, dass die vielleicht ein bisschen stärker sind. Also das müssten sie echt noch ändern. Vor allen Dingen... Gerade so ab dem zweiten Akt, wenn man dann diese Basis-Evolinks bekommt mit 10, 14 Leben, dann kann man es auch gleich im Prinzip lassen. So, ausgewichen, Verfluchung, dich können wir rausnehmen, einmal anschimmeln. Ja, und du bist raus. Ja, toll, das war's dann auch mit dir. Bin begeistert, du hast Rage. Das heißt, du musst als erstes dran glauben. Ah, ist das blöd. Noch 118 Leben. Es wird halt nicht mehr, selbst wenn wir zum Boss kommen, das wird halt nicht reichen. Es wird einfach nicht reichen. Das ist dann auch schon wieder diese Situation, wo ich mir dann denke, okay, man läuft quasi in Slow Motion seinem Tod entgegen. In anderen Spielen hat man dann noch ein bisschen mehr Spielraum, um gewissen Situationen dann aus dem Weg zu gehen. Ach, ja komm, ich nehme jetzt hier die Schleimkugel. Zufälligen Verbindung. Warum? Oder kann ich die nur benutzen, wenn ich mindestens 2 habe? Ja, das läppert sich, ne? Hier mal 7 Schaden, da mal 14 Schaden, jetzt sind es noch 68 Lebenspunkte. Also kann man jetzt eigentlich schon sagen, dass das nichts mehr wird. Ich hätte zum Shop gehen sollen, mir da irgendwie nochmal Leben holen oder halt Rüstung. Das wäre der richtige Weg gewesen. Aber ich dachte mir, hey, vielleicht kriege ich ja ein besseres Evoling, weil ich mir da auch dachte, okay, eins ist ein bisschen wenig vielleicht. Aber gut, die Situation so hatte ich halt jetzt auch noch nie. Wir gehen mal hier hin, dann kriegen wir vielleicht noch mal ein bisschen Angriff fürs ganze Team. Ich bin mein eigenes Team. 107, wie viel war das? 113. Okay, das reicht nicht, aber in Kombination damit
können wir die hier erledigen. Wunderbar. Und es waren jetzt hier auch nur zwei Gegner. Spätestens, wenn der Boss kommt. Ein Fruchtschlag. Okay, nehmen wir. Nehmen wir, warum nicht? So, gut, dann würde ich fast sagen, ja, ich gehe mal durch die Mitte. So, wer macht hier am meisten Schaden? Du. Aber du hast Hirnfrost, deswegen nehmen wir dich als erstes mal dran. Noch 49. So, du bist raus. Uiuiui, jetzt ist hier gleich echt Schicht im Schacht. Zweimal ausgewichen. Schwein gehabt. Nochmal ausgewichen. Schwein gehabt. Ja, genau. Okay, ja, das ist halt schon sehr toll. Säbelzahn, das 16 Schaden, da du musst zuerst dran glauben und dann gehen wir dich an. Aber das... Ja, das mag jetzt noch in der Runde geklappt haben, aber ich glaube, mein Glück wird da nicht allzu lange anhalten, oder? Ja. Okay, das war aber auch schon lange abzusehen, dass das so laufen wird. Interessant. Gut, die Situation hatte ich jetzt auch noch nicht. Hätte ich einen Shop genommen, hätte ich auf jeden Fall vielleicht noch ein bisschen länger überleben können, wenn ich halt... Gut, die Heilung bringt jetzt auch nicht so viel, ne? Aber die Rüstung hätte was gebracht, auf jeden Fall. Hätte ich noch Rüstung bekommen, wenn ich die im Shop bekommen hätte, wenn ich da lange gegangen wäre, dann hätte ich mich da noch so durchmogeln können. Aber ja gut, dann machen wir da das nächste Mal weiter. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.